Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky hier in der Disaster Area. Wir sind hier gerade auf einem ziemlich kalten Mond gelandet und weil irgendwie hier das gesamte System aus kalten Planeten zu bestehen scheint, keine Ahnung, ich musste irgendwie an nordische Mythologie denken und deswegen habe ich das System Freya genannt, was eine nordische Gottheit ist. Ich weiß nicht genau für was, aber egal, es ist nordisch, also es ist kalt. Und der Mond ist heißt jetzt Valkyrie, also Valkyre. Und die Valkyren waren, soweit ich weiß, Freyas engste, treue Untergebenen oder so irgendwas. Sind auf jeden Fall etwas mit dir zu tun. Also Freya war auch gleichzeitig die Königin, Prinzessin der Valkyren, so irgendwas in der Richtung. Die haben auf jeden Fall miteinander zu tun. Ach, ich kann nicht mit dem interagieren. Ja, okay, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen verkaufen. Und ich denke, wir werden dann mal hier über den Mond fliegen und die ganzen, wir versuchen die ganzen Rassen und so zu finden. Die gibt es zwar recht viel, aber wir haben auch schon viel gefunden. Wir haben schon vier gefunden oder so. Und ich will unbedingt mehr komplette, die Zoologien hier, gescannte Planetenzoologie, da will ich auf jeden Fall mehr von haben. So. Denn wenn ich No Man's Sky schon für so lange Zeit spiele, denn wir werden, glaube ich, noch ziemlich lang bis zum Zentrum unterwegs sein, da kann ich zumindest versuchen, die Trophys alle zu machen, denn tatsächlich sind die gar nicht so schwer. Vielleicht, manche von denen sind ein bisschen zeitaufwendig, aber da habe ich auch schon Schlimmeres gesehen. So, das Aluminium brauchen wir nicht mehr, Iridium brauchen wir nicht mehr, Kupfer brauchen wir nicht mehr, die Perle brauchen wir sowieso nicht, das Aronium können wir verkaufen. Die Gragras sind sowieso für nichts anderes gut. Vielleicht später, aber momentan nicht. Das Iridium brauche ich gerade nicht. Das Eisen brauche ich gerade nicht. Neutrino-Modul kann weg, auch wenn es den echt beschissenen Preis hat. Das Zink brauche ich natürlich noch. Das Kohlenstoff brauche ich noch. Chrysonit behalte ich auch. So, Emeril kann weg. Titan behalte ich lieber noch. Boah, jetzt sind schon 418. Also, so den einen Stack hier in einem Raumschiff behalte ich, aber wenn das mehr wird, dann verkaufen wir das. Ein Stack reicht vollkommen. So, die zwei Lemmiums, die sind gut was wert. Leider nicht der beste Preis, aber auch eine Scheiße. So, das Zink behalten. So, jetzt gucke ich mal gerade, ob man hier Chrysonit kaufen kann, weil Chrysonit ist echt schwer zu kriegen anders. Jawohl. 45 haben die hier. So viel kostet das nicht, also schnappen wir uns das schon mal. So. Wo habe ich geparkt? Da oben. Inzwischen ist es dunkel geworden, das macht aber nichts. So, jetzt lass mal gerade gucken. Das Titan kommt mal darüber. Was haben wir hier noch? Das Zink kann rüber. Das Chrysonit behalte ich mal hier bei mir. Mit 70 von. Das wird jetzt bestimmt noch nicht reichen, aber ich muss ja zumindest wissen, wie viel wir denn so bräuchten. Ne? 100 brauchen wir. Das ist ja dann gar nicht mehr so viel. Ach, jetzt habe ich gar nicht mit dem Typen geredet. Na egal. Vielleicht kommen wir nochmal wieder. Wenn ich das hier nochmal wiederfinde, heißt das. So, aber anders viel Interessantes habe ich jetzt hier noch nicht gefunden. Ja, der Scan scheint ja doch was zu bringen. Na, ist vielleicht auch inzwischen irgendwie mit dem letzten Patch gekommen oder so. Es ist natürlich möglich, dass ich gedacht habe, ey, sollen wir nicht mal hier so einen Oberflächenscan einführen oder so. Das sieht schwer nach einer Ruine aus. So. Packt euer Dictionary aus. Es wird Zeit, ein wenig Aliensprachen zu lernen. Ich weiß noch nicht was. Sehen wir jetzt. Viking, okay. So, Entlohnung. Hier haben wir noch einen Wissensstein. Lernen, ja. Das machen Schüler nicht so gerne, aber Sprache lernen ist No Man's Sky absolut notwendig. Vielleicht nicht absolut, aber auf jeden Fall hilfreich.
Ich lege meine Handfläche auf den Monolithen und gehe dann einen Schritt zurück, als er darauf zu schmelzen beginnt. Geschmolzener Fels tropft von dem Stein und enthüllt einen hohlen Innenraum. Im Inneren sehe ich unvorstellbare Reichtümer, uralte Technologien und andere Dinge, die mir bei meiner Reise behilflich sein könnten. Es tropft immer mehr Lava herunter und das Bauwerk scheint instabil zu werden, aber die nützliche Ausrüstung ist in Reichweite. Plötzlich erschüttert die Stimme eines uralten Stamms den Boden, auf dem ich stehe. Viking Älteste. Och nee. Hör auf. Weißt du was? Hau ab hier. Hau ab. Ich hab jetzt keinen Bock auf dich, ja? Ich versuche hier mit einem Stein zu reden, ja? Ach cool, jetzt fliegt die Waffe mit. Guck mal, wie geil. Nice. Also das ist ein lustiger Bug. Jetzt weiß ich trotzdem nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwas von Viking-Ältesten, die Rede, also trete ich lieber mal zurück. Die uralten Krieger, die einst beteten, preisen mich für meinen erwiesenen Respekt. Ha, sowas habe ich mir schon gedacht. Auch schön, dass der Typ gerade auf mich schießt und ich nichts dagegen machen kann, ne? Ja, ich habe es mitgekriegt. Maul halten! Mein Gott, ey. Ja, der aktiviert es gut. Ein Viking-Bildnis haben wir bekommen, okay. Also bestimmt hier von dem... Oh, was haben wir denn da hinten? Was ist hier? Achso, dann werden wir wahrscheinlich nur anzeigen, dass das hier so ein Dings ist. Das ist schon das nächste Scheißteil. Komm her. Ach, der ist in dem Ding drin, okay. Bleib genau so, ja, genau so. Einen Moment, wir haben das gleich. So. Das ist hier reingefallen. Deshalb finde ich das Zeug nicht. Okay, das ist natürlich scheiße. So, jetzt muss ich aber gerade gucken, was das da ist. Das will ich jetzt wissen. Da habe ich zwar wieder Gefahr, von irgendwas angegriffen zu werden, aber egal. So einen Scanner mal schweifen lassen. Ja, da drüben ist noch irgendwas, was wir noch nicht kennen. Das wäre so ein Riesenteil. Ach ja, das so. Konnte ich das jetzt immer nicht scannen, weil ich da angegriffen worden bin. Ah, da kommt schon das nächste Teil. Weg! Oh. Voll daneben. So. Jetzt ist mein Schild auch fast im Arsch. Das ist natürlich nicht geil. So. Aber solange die nur alleine sind, können die mir nicht großartig was anhaben. Was ist das? So, da hinten war da noch irgendwas, was ich noch nicht hatte. Zeig dir jetzt nur nicht an. Blöd. Oh, ein Gravitino-Ball ist das. Okay, danke. Wollte gerade sagen, jetzt werde ich doch bestimmt angegriffen. Feuer frei! Aber bitte nicht auf das Vieh schießen. Ich gehe lieber hier weg. Oh, shit. Oh, shit. Wo ist das Ding? Da hinten. Oh shit, ich glaube, jetzt werden wir sterben. Ich glaube, jetzt werden wir echt sterben. Es sei denn, wir schauen uns noch rechtzeitig in unser Schiff zurück oder so. Ach gut, dass hier die ganzen Felsen und die ganzen Berge im Weg sind. Puh. Also so ein Planeten ist es echt nicht so einfach. So, jetzt chillen wir hier mal eine Runde. So. Das können wir auch machen. Greifen die mein Schiff an, die Drecksäcke. Ach, mein Blitzwerfer ist auch leer. Oh, mein Plasmawerfer hat auch übelst gelitten. Oh, weia, oh, weia. Komm schon, daneben. Komm schon, daneben. Aber wenigstens ist mein Schild wieder aufgeladen. Dann können wir zumindest den einen schon mal abschießen. Weil der da hinten ist eigentlich das Problem, ne? Können wir uns so ein bisschen hier ein bisschen Zeit schinden. Oh. Das ist aber schlecht. Kommst du bitte aus meinem Schiff raus? Ich will eigentlich nicht mein Schiff abschießen. Da bist du gut. Da stehst du gut. Jetzt müsste der eigentlich gleich
kaputt gehen. Oh Mann, der hat aber auch mal weniger eingesteckt, hör mal. Jetzt haben wir ihn aber. Na, oh, den habe ich schon. Blöd. Der aktiv ist gut. Ob sich das für den Gravitino-Ball gelohnt hat, ich weiß nicht. Wo diesen, ja, 27.500, nicht gerade wenig. Zweikämpfen ist aber auch ganz gut was wert. So, jetzt haben wir hier einen kompletten Stack und noch ein bisschen was. Halt, erstmal können wir das hier lagern. Und später muss ich das dann rüber transportieren, damit wir das verkaufen können. So, jetzt wissen wir, was das Grüne da war. Also können wir ja weiterfliegen. So, da hinten ist noch was. Was ist das denn da? Ah, wahrscheinlich nur Gold. Aber jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Das ist ja auch Gold. So, guck, guck. Ja, die scheint nicht viel zu sein. In dem Loch hier. Nee. Das sieht alles ziemlich nutzlos aus. Ach nee, dein Ernst. Moment, ich muss kurz nachladen. So. Ach, ich habe ja diese Schüsse, die von Dingern abprallen. Deshalb sehen die so anders aus. Kenn ich auch schon. Na gut, benutzen wir mal den Beacon. Mal sehen, wo dann es hinführt. Ey, zum Handelsposten, an dem du schon warst. Verhehl. Da hinten fortgeschrittenen Dienst zum Außenposten, okay. Müssen wir erstmal jetzt einen Krater wieder raus. Blick schweifen lassen. Vielleicht ist hier noch irgendwo was. Irgendein Vieh. Da sind nur wieder diese nutzlosen weißen Punkte. Aber Lebewesen sehe ich jetzt mal keine. Nö. Gut, dann fliegen wir mal zu diesem Unterschlupf. Vielleicht hat er ja ein paar Haustiere oder so, die wir noch nicht kennen. Das sehen wir jetzt. Das ist ein bisschen weiter weg, aber sollte jetzt auch nicht lang dauern. Tun wir mal hier ein bisschen aufs Gas. Macht ja doch einen Unterschied, auch wenn wir jetzt so nah an der Oberfläche sind. Also dahinter den Berg, da müsste es ja eigentlich sein, ne? Also nicht in dem Berg. Hügelkette. Oh ja, schön, sogar mit Landeplatz. Das ist nett. Das ist wirklich sehr nützlich. Und wenn mich jetzt nicht wieder 3000 Wächter angreifen, dann ist das geil. Sogar mit schicker Aussichtsplattform. Oh, da hinten ist auch irgendeine Plattform. Was Nettes zu scannen scheint es ja aber nicht zu geben. Vorne liegt auch noch ein bisschen Zeug rum. Ein Gag-Amulett, das ist super. Das können wir gleich direkt verkaufen, wenn hier so ein Terminal ist. So, jetzt gehen wir aber erstmal safen. Hm. Scheint nichts Interessantes in der Nähe zu sein. Jammer, schade. Das ist leer. Ist da irgendwas drin? Irgendwas war da. Ein Gag-Amulett. Die scheinen hier häufiger zu sein. Ist ja die Venu-Gletscher, alles klar. Ach, guck mal da. Oh, wow, die sind ja fix. Was sind das hier für Teile? Hä. Die haben ja die komplette Bagage, ne? Aber wie die sich bewegen, ey. Die sehen irgendwie so schwerfällig aus, sondern pissen die da, rasten die da durch die Gegend wie sonst was. Ich würde gerne den hier vorne haben. Ist ein Raptor oder was das ist? Das ist ein Zigalon.
Och nee, nicht wenn ich hier am Scannen bin. Lass das. Warte. Ach, die sind nur leider nicht so einfach mit den Granaten zu treffen. So, gratis Modul nehmen wir auch noch mit. So, haben wir jetzt hier alle? Ja. Scheint auch sonst nichts mehr zu sein. Kommt schon das nächste Scheißteil. Alter, ist jetzt gut hier. Darf ich bitte denn das Ding hier haben? Hallo? Hallo? Ja, ich weiß, dass ich die Viecher entdeckt habe. Ich will den Trümmer haben. Danke. Ich habe jetzt hier auch mal die volle Breitseite verpasst. Gut, dass es jetzt nicht auch noch irgendwie extreme Bedingungen gibt oder so. Sonst wäre das echt sehr, sehr schwer gewesen. Ach du Scheiße. Okay, ich versuche mal lieber hier reinzukommen. Die von innen heraus zu bekämpfen, wird wahrscheinlich viel einfacher sein. Vielleicht hauen sie auch ab. Hallo Viking. Ihr seid doch Krieger, oder? Kannst du mir mal gerade helfen? Das ist gut. Kohlenstoff. Ah, das ist auch gut. Gut, die Wächter haben keinen Bock mehr. Sehr praktisch, hat nämlich auch keinen Bock auf die. So, noch irgendeine Technologie. Jawoll, was ich noch nicht kenne. Kohlenstoff. Hier geht's zum Schiff, nehme ich an. Was haben wir hier? Stabiler Gleckkoll-Hurek. Der von einem Meilenstein unterbrochen wird. Dass die Dinger auch immer dann kommen, wenn ich sie nicht brauchen kann, ne? Boah, jetzt haben wir es aber schon fast alle. Ja, ich hier von dem Planeten runterkommen, aber die Wächter wahrscheinlich alle schon zerstört, die wir brauchen. So, 15 Plätze. Ich glaube, meiner hat mehr, oder? Ja, 16. Und tschüss. So. Erstmal Samen verkaufen. Haben schon wieder einiges gefunden, woher das wohl kommt. So, das Weinkin-Bildnis. Den Gravitino-Ball. Bei dem weiß ich, dass man den auch für irgendwas braucht, aber momentan brauchen wir nicht und der gibt gut Geld, also weg damit. Und Energie kann ich selbst auch behalten können, hätte ich gerade mal was aufladen können. Das Titani verkaufe ich auch mal. Im Schiff ist ja noch genug, ne? Ich glaube, da kann ich sogar noch ein bisschen was von verkaufen. Jawohl, 684. Da können wir gleich auch noch was verkaufen von. Aber jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen Sachen aufladen müssen. Müssen dann jetzt auch nochmal gucken, ob wir da Chrysonit kriegen. Das wäre sehr, sehr gut. Der Blitzwerfer, ey, der ist natürlich hier dauerleer, ne? Plasmawerfer geht auch aus irgendeinem Grund sehr, sehr schnell runter. Ich kann das gar nicht erklären, ich weiß gar nicht wieso. Seltsam. Kann das nur passieren? So, wo ist das Titan da? Haben Sie zufälligerweise Chrysonit? Nein, natürlich nicht. Okay. So, hast du vielleicht Chrysonit? Das wäre mega nice. Wir haben eine besondere Beziehung zu den Viking. Viking hoch. Irgendwas mit Waffe. Der Krieger ist jung und scheint große Angst zu haben. Militärische Befehle werden bevorstehende Operationen führen seinen Terminalbildschirm. Als er mich sieht, weiten sich seine Augen. Er fällt auf die Knie und bietet mir sein Multiwerkzeug an. Sein Gejaule hört sich flehend an. An seinen Bewegungen kann man seine Angst ablesen. Er ist so nervös, dass er offenbar die Sicherheitskameras um uns herum vergessen hat, die jede seiner Bewegungen aufnehmen. Lehnen wir ab. Ich glaube, ich kenne das schon. Oh, okay. Also das, was da stand, hört sich irgendwie für mich nicht wirklich positiv an, aber anscheinend war es das Richtige. Und wir haben auch noch eine recht gute Technologie gefunden, halt eine Gefahrenschutzeinheit, die ich auch noch nicht kenne. Und eine Gefahrenschutzeinheit, die ich nicht kenne, ist immer gut.
Ein bisschen Geld haben wir auch bekommen. So, vielleicht können wir noch ein Wort mitnehmen. Scheint für Konversation offen zu sein. Schön. Ihre Vorfahren sind nicht durch meine Präsenz oder meine Absichten beleidigt. Bring ihr was bei. Jawoll. Das Wort für Sprache. Das ist ein sehr praktisches Wort. So, wo war mein Schiff da? Da lang. Da raus da. So, nix wie rein hier, bevor wieder irgendwelche Wächter meinen, sie müssen auf uns schießen. So blöden Dinger. Ja, guck, da kommen sie schon. Hau ab! Echt, die sind fast so schlimm wie Mücken. Ich meine, es ist ja vergleichbar, ne? Winzig, greift einen aber ständig an. Ohne Grund. So, wir haben jetzt aber soweit hier alles, was ich haben wollte, oder? Nee, aber wir brauchen ja noch das Kryptonit dafür. Ja, ja. Fang mich doch! Da flattert noch was, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch keine Lust, da rauszugehen, mich schon wieder mit diesen blöden Viechern anzulegen. Planet ist echt ätzend. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehe, hier alle Spezies zu finden. So, kurz anscannen. Oh Gott, das ist wahrscheinlich, was weiß ich wo. Kurz hier. Da waren wir schon. Ah, mehr scheint hier nicht zu sein. Wo ist es denn jetzt hin? Da. Oh Gott, das ist bestimmt was weiß ich wo. Na gut, vielleicht finden wir ja unterwegs noch was. Was haben wir denn da? Das sieht schwer nach einer Ruine aus. Cool, noch mehr Wörter. Wenn er landen würde, wäre das sehr praktisch. Gut. Naja, ein Flug. Aha, endlich einen Parkplatz gefunden hier. Das ist schlimm hier in den Großstädten, ne? Kann man irgendwo landen? Aua! Passt doch auf! Das ist echt so ein kleines Problem, ne? Der Pelikan ist so hoch, wenn man da irgendwie landen, aussteigen will, dann knallt man direkt da 10 Kilometer in die Tiefe. So, Anzug. Versagen. Das ist für den Viking wahrscheinlich ein mega wichtiges Wort. Und Eingang, alles klar. Asche von Strugach, alles klar. Ich versuche die Glyphen an einem uralten Monument zu entziffern, als ich eine seltsame Kälte spüre. Eine Schicht aus gefrorenem Gas umhüllt den Monolithen plötzlich von oben bis unten. Es ist so kalt, dass ich meinen Atem in meinem Helm sehen kann. In dem kristallenen Eis ist eine kleine Lücke und ich bin überzeugt, dass ich ein paar meiner abgebauten Elemente hindurchstecken könnte, damit sie mit dem Monolithen dahinter in Berührung kommen. Isotop. Taut, Viking. Also brauchen Isotop. Wieso steht hier eigentlich Kohlenstoff, wenn Silikatelement? Das ist eine Falle! Aber da fallen wir nicht drauf rein. Kohlenstoff ist kein Silikat. So. Gas geschmolzen. Her mit der Melone. Haben wir uns verdient. War voll schwer. Was haben wir gelernt? Jenseits. Oha. So, wir gerade noch hier in so eine... Ach, wir haben auch noch ein paar coole Sachen bekommen, okay. Wir gerade noch in der Nähe der Höhle sind. Gucken wir mal gerade, was es hier noch so gibt. Gibt es ja meistens noch ein paar andere Sachen, die man scannen kann. Das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Was ist das hier? Wissen wir nicht, aber meine Datenbank, mein Scanner weiß es auch nicht. Echt, ey, wozu habe ich dieses Teil eigentlich? Ist genauso wenig wie ich. Wie sieht denn aus mit unserem Plutonium? Ach ja. Boah, doch, ein bisschen könnten wir brauchen. Jetzt nicht hier alles abbauen, aber... Ein bisschen was wäre doch schon ganz gut, so eins für Kristalle. Oh, ups. So. Ich
scheint Sackgasse zu sein. Aber hier ist noch ein Stein, den wir noch nicht kennen. Das ist doch gut. Ein Skovit. Oh, ein Skovit. Das ist aber schön. So, mehr ist hier aber nicht. Keine Höhlenviecher oder so. Ah, da sind sie schon wieder. Weg da! Bist im Weg! Aus dem Licht! Geh mir aus der Sonne! Eigentlich müsste es ja heißen, geh mir aus dem Stern, ne? Aus dem Sternlicht oder so irgendwas. Aber egal. Das ist ein Sprichwort, das muss keinen Sinn machen. Das ist noch so ein blödes Teil. Wir ignorieren den mal. So, und dann würde ich sagen, aus der Sicherheit meines Schiffs heraus verabschiede ich mich für diese Episode. In der nächsten Episode gehen wir weiter auf Speziesjagd. Und wenn wir noch irgendeinen Handelsposten finden, wo wir den ganzen Kram verkaufen könnten, dann wäre das auch nicht schlecht. Es reicht, wenn wir unterwegs noch 3000 weitere Wächter abschießen müssen. Ja, da ist auch schon wieder einer. Okay, ich würde sagen, ich fliege dann gleich mal weiter. Also wundert euch nicht, wenn wir in der nächsten Folge auf einmal woanders sind, einfach damit ich den Wächter los bin. So, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann.